In der heutigen Folge von Vampire. Wir beleben unsere Topfpflanze wieder. It's alive. It's alive. And it needs a name. I shall call you Lisa. Schauen ganz verdutzt. Und geben Mason die Heilung für Blindheit. I have found the secret laboratory. And I have the formula. And the author of the diary, did you meet him? Yes. He was badly disfigured. Nothing more than a beast. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Vampire. Heute aber werden wir endlich, hoffentlich, alle Sammelobjekte finden, Masons Quest fertigstellen und das Schwert freischalten. Das ist jedenfalls meine Intention. Dafür müssen wir... Ach ja, und noch das Easter Egg machen. Dafür waren wir hier schon richtig. Hier, und zwar auf der anderen Seite des... des Verstecks kommt man wahrscheinlich auch rein. Dort soll nämlich ein Sammelobjekt noch sein. Ein Dokument, was wir noch nicht gelesen haben. Das Wasser für das Blümchen bekommen wir hier. Da, wo wir Kimura gerettet haben. Und ansonsten wollen wir auch noch... Kann ich einen dritten? Nein, ich kann nur zwei. Wollen wir auch noch hier hin, um das letzte Stückchen Blindenschrift zu sammeln. Und wir wollen hier hin. Das muss ich mir markieren, damit ich weiß, wo ich hingehe. Dafür gehe ich jetzt einfach die Straße entlang, die Straße hoch. Okay. Das heißt, wir sprinten wieder noch nach dort hinten. In der Hoffnung, jetzt nicht von jedem angegriffen zu werden. Nehmen jegliches Loot mit, was wir so finden. Auch jegliches Geld. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich wieder cutten werde. Autsch. So, und hier drinnen. Warte mal, wir haben nur zwei Notizen Blindenschrift. Warum haben wir nur zwei? Habe ich nicht schon zwei gehabt? Oh Gott, ich habe eine übersehen. Oh Gott, oh Gott. Sache ist, wenn ich hier rausgehe... Oh, ich glaube, ich habe unseren Ausgang gefunden, den ich noch nicht hatte. Ach, ihr tut mir ja ein bisschen leid, ne? Ihr seid Level 14. Ihr tut mir ja wirklich ein bisschen leid. Könntest du den mal... Danke. Ja, ich muss auf die Tasten drücken, ne? Natriumchloridlösung. Und was liegt denn da? Meine Lesestimme rausholen. Blut als Sucht. Vampire trinken Blut. Diese finstere Besonderheit ist womöglich die bedeutendste Eigenschaft ihres Zustandes, wenn ich das so sagen darf. Ich sehe darin jedoch nicht das wichtigste Charakteristikum ihrer Ernährung. Seit ich sie studiere, hat mich fasziniert, wie sie dieses unumgängliche Verlangen nach Blut ertragen. Sie wollen es mehr als alles andere und dieser Drang lässt sie sogar leichtsinnig werden. Wenn sie es trinken, scheinen sie eine Art kurzen Trance-Zustand zu erleben. Eine ekstatische Erleuchtung, wie mir einst ein Wulkort in Moskau verriet. Dies ist der entscheidende Schritt zum Verständnis des Daseins und der Natur von Vampiren. Sie trinken nicht, um zu überleben, sondern weil sie es berauscht. Jeder einzelne Vampir ist süchtig nach Blut. Es ist Teil ihres ureigenen Wesens, und jene unter den Unsterblichen, die sich willentlich weigern, ihrem Durst nachzugeben, werden doch nie völlig von dieser Sucht befreit. Aus Die Enthüllung der Nacht von Usher Talltree. Und damit haben wir das hier auch gefunden. Geil! Finde ich gut.
Die Lösung war so leicht und doch haben wir sie nie gefunden. Ist eigentlich ein bisschen schade. Naja, wir gehen wieder raus. Ach, guck mal. Ah, okay. Also die Möglichkeit jetzt besteht noch, dass... Genau, die Braille ist einmal hier. Und die letzte ist dann entweder... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist entweder bei den Docks. Das heißt hier unten. Und zwar zur Brücke. Dort. Da unten ist eine Leiche. Ich glaube aber, die haben wir geplündert. Bin ich mir aber unsicher. Es kann sein, dass ich die ganze Map durchrennen werde jetzt. Also entweder hier oder... Ich glaube, das war hier vorne der geheime Preven... hier der geheime Preven Lauschposten. Wo wir die... Oh Gott, wie heißt denn das? Wo wir die Aufgabe gemacht haben für die Madame Gedöns hier für... Oh Gott, ich komme auf den Namen nicht! Wie hieß sie denn? Wie hieß sie denn? Horcroft! Thelma Horcroft, genau. Also, sofern ich das jetzt hier gelesen habe. Ich werde natürlich noch ein bisschen rumgucken, während ich mich schon mal auf den Weg mache zu meinen nächsten Map-Markern. Es wird gesagt, dass... Das blaue Gebäude? Ich weiß nicht ganz genau, wo das ist oder der Unterstand. Irgendwo hier soll es einen Ort geben, wo wir reinkommen. Neben natürlich den Kimura, wo wir ihn gerettet haben. Ich werde euch erstmal erledigen. Auch wenn ihr wieder ein nerviger Kampf werden werdet. Kotz mich doch nicht an! So. Ach, guck mal hier, ein blaues Gebäude. Cool. Geld? Fresh water. As long as it's not holy water, I may find some use for it. Und genau das brauchen wir. Schön. Jetzt können wir unserer Pflanze endlich mal ein bisschen Leben einhauchen. Schon ein bisschen ironisch, ne, dass wir Toten der Pflanze Leben einhauchen. Gut, dann kann ich den Marker jetzt entfernen und neu setzen. Und zwar soll nämlich hier unten die Leiche sein. Eieiei, das wird noch ein Weg. Naja, egal. Wir sind jetzt erstmal an der Mall. Und ich war letztens ziemlich blind, was die Mall anging. Weil du kommst nämlich da oben rauf. Und von hier aus auch rein. Aber ich habe das nicht gesehen. Aufs Verrecken nicht. Gute doppelläufige Flinte. Schön. Wir haben eine Schrotflinte gefunden, auch wenn wir wahrscheinlich jetzt gar keine brauchen. Wir machen mal unten die Tür auf. Hier hätte man bestimmt schon viel, viel früher reinkommen können. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass wir jetzt erst... Ja, willst rein, ne? Jetzt erst hier sind. Ich mach mal doch noch nicht auf. Weil früher waren ja hier Vampirjäger ohne Ende. Kommen wir hier oben rein? Nein. Na, aber da drüben. Da drüben kommen wir rein. Und hier gibt's Loot. Was haben wir hier? Natürlich gibt's hier keinen Loot. Ich lüge euch die ganze Zeit an. Hier gibt's keinen Loot. Hier hinten ist auch nichts. Vielleicht hinterm Tresen? Ja. Bisschen Codein. Immer gut bei Erkältungen.
Er kann nicht reinkommen. Ach, und da wird's sein. More Braille. Schön. I should bring this to Mason Swanborough. Wartet mal. Wie viel Braille habe ich jetzt? 1, 2. Okay, ich habe es falsch verstanden. Wir haben die Leiche nämlich schon mal geplündert. Ich bin mir sicher gewesen. Bringe die Notizen in Blindenschrift zu Mason. Das bedeutet einfach nur, dass wir die Notizen noch nicht abgegeben haben. Und das kann gut sein. Das haben wir nicht gemacht. Haha, haha. Dann werden wir uns jetzt auf zu Mason machen. Obwohl. Doch werden wir... Nachdem wir den Ascalon-Club noch einmal besucht haben. Denn im Ascalon-Club ist noch auch ein Sammelgegenstand. Ich will dir auch dein Territory nicht streitig machen. Und zwar gibt es dort im Ascalon-Club noch ein weiteres Gebiet, was wir noch nicht gesehen haben. Welches ich jetzt so versuchen will zu besuchen, wenn ich kann. Oh, ich würde so gerne von dir noch mehr wissen. Gut, es spawnt kein Gegner. So, hier oben soll irgendwo ein Schlüssel für mich existent sein. Eigentlich war ich der Meinung, ich habe hier schon alles durchgesucht. Aber eigentlich, wenn ich jetzt hier nichts finde natürlich, dann gehe ich gleich unten gucken. Weil es gibt hier nämlich noch einen Keller. Und für diesen Keller brauchen wir einen Schlüssel. Und in diesem Keller dürfte noch ein Dokument sein, was ich brauche. Der Schlüssel sollte in diesem Raum sein. In dem Raum habe ich jetzt nichts gesehen. Also gehe ich hier jetzt nach einer Tür suchen, die in den Keller führen könnte. Komme ich hier in den Keller? Aha. Ich habe also den Schlüssel schon. Kommen wir hier in den Keller und dort unten sollten wir noch ein Dokument finden, was wir jetzt lesen können. Mal gucken, was die so verstecken hier im Keller. Irgendwas Interessantes? Also da war der Keller von... Ich habe das Dokument schon gesehen. Da war der Keller von unserem lieben Freund... Wie hieß er? Sean Hampton, interessanter. Okay. Zum gelegentlichen Privatkonsum von Blut. Als Mitglieder des Ascalon-Clubs beachten wir immer die Etikette. Wir verkehren in jeglicher Hinsicht in den besten Kreisen der Gesellschaft und sind anerkannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Anders als unsere Gegner behaupten, frönen wir keinen Orgien oder Blutbädern. Würden aber einer der unseren bei solch absurden und unmoralischen Akten ertappen, träfe ihn die angemessene Schmach. Doch was ist mit dem Blut? Was ist mit gelegentlichem Privatkonsum? Wie können wir die Ekstase ablehnen, die uns das zinnoberrote Ambrosia bietet? Womit sollen wir anstoßen, wie es doch in jeder guten Bruderschaft Brauch ist? Die Regeln für den Umgang innerhalb des Clubs besagen zu dieser delikaten Frage das Folgende. Solange das ursprüngliche sterbliche Gefäß nicht in die Mauern des Clubs gebracht wird, dürfen Mitglieder trinken und mit Freunden teilen, was ihnen beliebt. Trinken sie, was sie wollen und verfahren sie mit dem Gefäß, wie es ihnen beliebt. Nur tun sie es außerhalb des Clubs. Ausnahmen bilden natürlich besondere Anlässe, die ich persönlich autorisiert habe. Aus die Gesetze von Ascalon, von Lord Redgrave. Und somit fehlt uns nur noch eine Sache, die wir bekommen, wenn wir die Quest von Mason fertigstellen.
Ach, ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig drauf. Danach geht's zurück in den... wir gehen zuerst ins Pembroke. Dann geht's in den Temple District nochmal, auch wenn wir jetzt schon einmal hier sind. Und dann holen wir uns das Schwert. Und ganz ehrlich, ich glaube, das reicht dann für heute. Ja, auch diese Folge könnte etwas kurzweiliger werden, durchaus. Aber dann kommen wir langsam... Dann kommen wir langsam ans Finale. Und ganz ehrlich, ich freue mich, wenn ich durch bin. Nicht, weil das ein schlechtes Spiel ist. Mein Gott, nein. Ich meine, das Spiel macht es uns nicht einfach. Nicht immer. Aber ich habe dann endlich mal wieder was abgeschlossen. Und ihr wisst gar nicht, wie gut es sich anfühlt, endlich mal so eine Projekte abzuschließen. Okay, vielleicht wissen das einige von euch. Aber nicht jeder, bin ich mir sicher. Ich spiele momentan echt mit der Idee, vielleicht zu diesem Spiel selbst so ein paar Challenges zu machen, wie ein Kill Everything Run. Ein Kill Nothing Run wäre auch eine Idee, also zumindest niemanden aussaugen, weil wir haben es fast geschafft, aber ich habe leider Gottes die erste Person, die wir getroffen haben, ausgesaugt. Es war ein Fehler, ich wusste nicht, dass man auch sich verweigern konnte, ihn auszusaugen. Ich hätte es gemacht, hätte ich es gewusst. Oh Gott. Ich muss wieder kämpfen gegen euch, ne? Aber ich habe vielleicht ein bisschen Hilfe. Ja, ich überlege, ob ich da vielleicht wirklich so 1-2 Challenge-Runs machen will. Wäre auf jeden Fall eine Idee. Warte mal, kann ich dich mir vornehmen? Oder ignoriert ihr mich vielleicht? Wahrscheinlich nicht. Oh doch, ich werde ignoriert. Das ist geil. Good evening, Mr. Swan. Is it you, Dr. Reed? Please come in. Ja, lass die mal da draußen kämpfen, mal ganz im Ernst. What can I do for you, Doctor? Ich habe noch ein paar Seiten. I found another page of the diary, Mr. Swanborough. This diary is still not complete. The man who wrote it claims he is a member of some scholarly brotherhood called the St. Paul's Stole. Really? I've heard of them. Very capable scientists. Perhaps the man who wrote this really found a cure. I would need more pages to figure it out, but it's as promising as it is intriguing. Und eine weitere Seite. Here is another page of the diary we were talking about. Ah, now we're talking. Ingredients, dosages, dangers and side effects, this is it. Is the diary complete now? No. The author tested his work in a hidden laboratory. We must find out where it was. Please, find me more pages, Doctor. Es gibt keine Seiten mehr. Loretta scheint überzeugt, eine Hilfe zu sein. Your sister seems to believe this miracle elixir business is somehow doing you good. Loretta believes that keeping busy is what I need to be happy. And is she wrong? My sister is wrong about almost everything. But as long as she thinks she's in charge, she can be nice. Goodbye, Mr. Swanborough. I'll leave you now. What kind of gentleman pays visits to people at this late hour? Ich habe alle Notizen gebracht. What can I do for you, Doctor? Und ich weiß, wo das Labor ist. Goodbye, Mr. Swanborough. I'll leave you now. Was mache ich jetzt? Wandering in this part of town at night, you're either brave or a fool. Nee, jetzt ernsthaft, was mache ich jetzt? Ich weiß, wo das Labor ist, aber ich kenne keinen Code.
Details. Ach, sag bloß, ich hab wirklich nicht das mitgenommen. What can I do for you, Doctor? Och nö. Goodbye, Mr. Swanra. Ja. I'll leave you now. Okay, Leute. Ich muss doch hier einmal nach unten. Dann machen wir uns als erstes auf den Weg ins Pembroke. Und dann hier nach unten. Ich hab's leider vermasselt. Aber wir schaffen das heute. Das verspreche ich euch. Das verspreche ich euch wirklich. Willkommen zurück in Pembroke. Wollen wir mal unsere kleine Pflanze wässern und dann müssen wir 3 Nächte lang schlafen. Das werde ich jetzt dann auch machen. Einmal 3 Nächte schlafen. Dann. Direkt. Es dürfte ja nichts passieren. 3 Nächte sind vergangen und siehe da. It's alive. It's alive. And it needs a name. I shall call you Lisa. Unleaf. Is strange. Wir haben es freigeschaltet, das Achievement. Das ist super. Jetzt heißt es ab zu den Docks. Und die letzte Blindenschrift holen. Ich habe echt gehofft, dass wir alle haben, dass ich das richtig verstanden habe, aber nein. Aber sie haben das total schlecht gemacht, finde ich, fürs Tracking der Quest. Ich finde es in Ordnung, dass die Sachen nicht angezeigt werden, ohne Frage. Vollkommen in Ordnung. Aber ich finde es schlimm, dass es so umständlich getrackt ist, dass er nur trackt, okay, guck mal hier, wir haben ihm jetzt so und so viele gegeben. Und nicht, wir haben so und so viele im Inventar. This is Ascalon's domain. Prepare to endure Ascalon law. Das ist halt sehr nervig. Natürlich bleib ich ja stehen, einfach doof. Du! Nee. Ach komm schon, mir wird gesagt, du bist es. Mal ohne Scheiß. Weil es wird nicht der andere sein, sicher doch nicht. Okay, wir werden die letzte Möglichkeit jetzt noch besuchen. Es kotzt mich an, dass ich es nie finde. Es kotzt mich so an. Haben wir den Mapmarker gesetzt eigentlich? Ja, haben wir. Ach, guck mal, hier ist ein Lord. Nee, einen Lord haben wir noch nicht gekillt. Also, den noch nicht. Den werde ich jetzt töten. So, weil ich will nämlich sein Loot. In der Hoffnung, dass da was Ordentliches ist. Ist es nicht wirklich. 100 Schillinge. Okay, das ist in Ordnung. Könntet ihr bitte Phosphor haben? Phosphor ist sowas, was ich noch brauchen könnte. Natürlich nicht. Okay, wir gucken uns jetzt hier drinnen noch um. Das scheint der letzte Teil zu sein, wo Braille existieren sollte. Ich glaube, das war hier das allererste Mal, wo wir einen Hilfeschrei gehört haben. Wo ich dann versucht habe, den zu helfen. Kann ich mich entsinnen. Und dort, da ist er. Da ist er, ich habe ihn gefunden. Halleluja. More Braille. Wir haben's. I should bring this to Mason Swanborough. Wir haben es. Oh mein Gott, ihr wisst gar nicht, wie sehr mich das freut. Wir hätten das so viel früher schon haben können. Ihr habt ja keine Ahnung, wie sehr mich das freut. Okay, wie schnell komme ich da jetzt hin? Relativ schnell.
Und wir waren am Anfang so nah an dem dran. Wieso habe ich das nicht schon früher? Ach du Heiliger. Gut, wir müssen hier unten lang. Ja, gut. Jetzt lass mich mal durch. Ja, du musst sie nur austricksen. Schön. Wir haben es geschafft. Mason, wir haben es geschafft. What can I do for you, Doctor? Es hat für dich nur 4 Tage gedauert. Here is another page of the formula for the cure for blindness. Give it to me. Yes. Brilliant. I'm going to give you the location and the code you will need to find the cure, but you have to listen to me first. Why? What is it? If you find the proof that this treatment for blindness is real, I want to try it. Do you understand? No matter the risks. Risks? What have you read in these pages that you're not telling me? You already know what you need to know. I trust you, Dr. Reed. We share the same passion for science. Please bring back the formula. Mach ich, mach ich. Goodbye, Mr. Swanborough. I'll leave you now. What kind? 2969. Okay. Gentleman pays visits to people at this late hour. Na dann wollen wir mal. Wir wissen bereits, wo das ist. Das ist nämlich dort, wo wir einen Teil der Blindenschrift gefunden haben. Wer sich an die letzte Folge noch erinnern kann, und ich hoffe, das sind einige. Weil ansonsten habt ihr ein echt schlechtes Gedächtnis, muss ich mal sagen. Der kann sich an eine Tür erinnern, die einen Zugangscode braucht. Dort waren wir. Und genau dort müssen wir wieder hin. Und da darf uns niemand für aufhalten. Niemand. So, jetzt müssen wir noch kurz die Unterlevelten hier töten. Ey, Kollege! Was war das? Achso, brauche ich gar nicht eintippen. Verunstaltete Bestie. Müssen wir hier kämpfen? Oh. Durgist von San Paulus. Ach nee, die verunstaltete Bestie ist hier draußen. Ach, hier sind wir, okay. Der Drogist ist nicht wirklich gut geworden. Ihm geht's nicht gut. Chemiker-Tagebuch. Meine jüngsten Untersuchungen zu einem möglichen Heilmittel für die Blindheit waren allesamt Fehlschläge. Ich beginne mir Sorgen zu machen, weil meine Sehkraft in den letzten Monaten immer stärker nachgelassen hat. Ich fürchte, dass ich erblinden könnte, bevor ich eine verwertbare Spur finde. Vielleicht sollte ich erneut die Bibliothek der Bruderschaft aufsuchen und unseren Primas nach Dokumenten fragen, die ich zuerst lesen sollte. Aber ich habe Angst, er könnte mir die Antwort verweigern. Bald werde ich meine Notizen in Blindenschrift verfassen müssen, damit ich sie noch lesen kann, falls sich mein Zustand verschlechtert. Gesegnet sei Asha Talltree und möge ihn die heilige Stola noch viele Jahre beschützen. Ich habe gestern Abend mit ihm gesprochen. Er hat mir freundlicherweise 3 Schriftrollen genannt, die ich lesen soll. Gut, dass mein Griechisch und Latein nicht allzu eingerostet sind. Ich verschwende hier Geduld und Zeit. Die vom Primas genannten kostbaren Texte haben sich als fast vollkommen nutzlos erwiesen. Alchemie und Kräuterkunde bringen mich nicht weiter. Seit 3 Tagen sehe ich nichts mehr, sobald der Abend dämmert. Das darf nicht passieren. Das wird nicht passieren. Ich hatte eine schreckliche Idee. Was ist mit der regenerativen Wirkung von Vampirblut? Heute Abend werde ich in der Geheimbibliothek der Bruderschaft nach solchen Informationen suchen. Dank der Grippekrise sollte ich mich leichter hineinschleichen können. Oh, das hat ja unser Freund auch probiert, ne? Ich bin an etwas dran. Die Augen der letzten 2 von mir blind gemachten Ratten schienen nach der Injektion eines Tropfen Vampirblutes ihre Sehkraft zurückerlangt zu haben. Sie konnten meinem Messer ausweichen, als ich es überprüft habe, und die Augen waren nachgewachsen, aber sie starben am nächsten Tag. Ich muss einen Weg finden, um das Rezept zu verbessern.
Ich konnte kein weiteres Vampirblut auftreiben. Ich glaube, jemand hat bemerkt, dass ich mich am Schrank der Bruderschaft bedient habe. Als ich Bruder Swansea fragte, der Forschung zur Blutabhängigkeit von Vampiren zu betreiben scheint, verweigerte er mir neues Material. Ich erblinde, es macht mich wahnsinnig. Ja, Swansea hat's selbst gebraucht. Gesegnet sei die Stola. Anscheinend ist die Zahl der Ghule in London plötzlich gestiegen. Es dürfte nicht allzu schwierig sein, einen zu fangen und genauere Experimente durchzuführen. Ich weiß genau, wie ich einen in meinem Labor locken kann. Es funktioniert. Ghoulblut ist weniger potent und erlaubt eine bessere Dosierung. Gepaart mit Asha Tawtrees Ratschlägen zu Alchemie und Heilkräutern sollte ich so das Schicksal besiegen können. Heute Nacht werde ich mir das Serum direkt in meine schwächenden Augen injizieren. Ich kann sehen. Getrocknete und zerstoßene Ghoul-Sehnerven und Birkenholzessenz ergeben kombiniert mit einem gleichen Teil Helichrysum Italicum und richtig erhitzt sowie verdünnt die beste Mischung. Ich habe eine Abschrift meiner Notizen in Blindschrift anfertigt. Ich habe schon wieder nicht auf Pause gedrückt. Ich habe das Gefühl, dass wenn das Spiel denkt, du bist zu lange in irgendeinem Screen, dass es dann einfach pausiert. Ich werde eine Abschrift meiner Notizen in Blindenschrift anfertigen für den Fall, dass die Heilung nur vorübergehend ist. Ich werde den Ghoul töten, den ich die ganze Zeit gefangen gehalten habe, und meine Forschung vorantreiben. Der garstige Ghoul hat mich gebissen. Seine Augen, auch seine Augen, die ich ihm für meine Experimente enukleiert hatte, sind nachgewachsen. Natürlich sind sie das. Ich bin so dumm. Das Monster hatte Zeit, mich zu beobachten und seinen Plan zu schmieden. Es griff mich an, als ich mich näherte, um es zu erledigen. Dann stahl es in meinen Blindenschrift abgefassten Notizen und floh. Ich hätte es kommen sehen müssen. Ich darf einfach nicht so sterben. Nein, ich werde nicht sterben. Bald werde ich mich verwandeln. Dann fange ich wieder bei Null an. Ich habe das Schicksal einmal besiegt und es wird mir wieder gelingen. Eieiei. Ich will es ihm eigentlich nicht geben. Wir haben aber ein neues Serum. Und zwar der neues Sammelobjekt. Der Irrglaube der Blutgöttin. Ist auch wieder ein bisschen. Heute ist die Lesestunde. Großbritannien wird jederzeit von unzähligen Feinden bedroht. Als Mitglieder des Ascalon-Clubs müssen wir uns dies stets vergegenwärtigen. Der schlimmste Feind von allen, den wir immer verfolgen und gnadenlos vernichten müssen, ist der Feind im Inneren. Der Feind innerhalb des geschlossenen Zirkels unserer unsterblichen Gemeinschaft. Ketzerei ist der Name dieses Feindes. Ketzerei gegen unseren Glauben, unsere Ziele und unsere Rolle. Es liegt mehr als ein Jahrhundert zurück, als der Druidenorden im Empire erschien. Zuerst vermuteten wir, es handelte sich nur um eine unbedeutende Blutsekte, die schneller wieder verschwindet, als sie aufgetaucht war. Aber der Samen war stark und der Baum erblüht. Was wollen sie, diese Verräter unter den Vampiren? Wollen sie ein phantasmagorisches goldenes Zeitalter der Vampire zurück? Nein. Verehren sie die fiktive Blutgöttin, die Menschenopfer verlangt? Selbstverständlich nicht, denn sie wollen nur Macht. Sie wollen unsere Autorität als überlegenes Schattenkabinett, das vorherbestimmt ist, über England zu beherrschen, herausfordern. Seht euch ihre Forderungen an, jeden Skull akzeptieren, der ihren Glauben annimmt, unverhohlen Sterbliche jagen und töten, da sie nur Beute für ihren natürlichen Hunger sind, einer neuen Religion huldigen, die jeden Aspekt des unsterblichen Lebens bestimmen soll. Nein, meine lieben Gefährten. Die Irrlehre der Blutgöttin dreht sich nicht um weiße Togen und nackte Tänze, um Steinkreise im Mondschein. Sie dreht sich nicht um die Rückkehr zu den vergessenen Wurzeln unserer Art. Sie dreht sich darum, die Säulen der Zivilisation, so wie wir sie kennen, zu unterminieren. Wir sind Ascalon. Wir haben die Sterblichen durch die Zeitalter und in eine bessere Zukunft geführt. Wir mögen sie anlügen, doch wir kümmern uns um sie und schützen sie vor all ihren Feinden. Und dieser Druidenorden ist einer davon. Okay. Ascalon doch nicht so schlecht, wie alle sagen. Wäre interessant. Auf jeden Fall kommen wir hier rein. Wo sind wir hier? Es ist der gleiche. Oh, geil.
Okay, okay, okay. Das bedeutet für mich, ab zurück zu Mason. Hier kann ich soweit alle ignorieren. Also wenn ich mich vorbeischleichen kann, dann mache ich das auch. Cool. What can I do for you, Doctor? Ich habe das Labor gefunden, aber es war nicht schön. I have found the secret laboratory. And I have the formula. And the author of the diary, did you meet him? Yes. He was badly disfigured. Nothing more than a beast. And I cannot guarantee it wasn't connected to his experiments. I don't care. Give me the formula, Doctor. Aber warum willst du sie unbedingt? Ich meine, ich verstehe es, dass er die letzte Hoffnung haben möchte. Ich verstehe es wirklich, weil das, was er jetzt macht, irgendwas zusammenmischen, was keinen Sinn macht, nur damit seine Schwester sich nicht zu schlimm fühlt, das ist scheiße. Ganz ehrlich, du bist selber verantwortlich. Ich muss mich davon trennen. Ich würde dich am liebsten diese Formula dir nicht geben. Aber ich habe damit nichts zu tun. Ich bin nur der Arbeitnehmer, sag ich jetzt mal. Hier. Here it is. But please, be very careful. You're entering uncharted territories here. This is what science has always been about, Dr. Reed. Thank you so much. I can't say it's been a pleasure, but we're both scientists, and I am grateful you asked me to undertake this search for you. I have something for you, then. It is the most precious thing I have to give. Even more important than the Swanborough secret recipe. There is really no need for payment. Please have it, Dr. Reed, I insist. I'm sure you'll find it more useful than I would. Salicin und? Noch irgendwas? Hast du irgendwas zu sagen? Nö. Goodbye, Mr. Swanborough. I'll leave you now. Tell me, how do you see the world these days? Was gibst du mir? Nur Salicin? Aber ich brauche kein Salicin. Jo. Old Fool. Okay, wir haben hier gleich gegenüber eigentlich einen Unterschlupf, den ich auch gerne besuchen würde. Wir haben alle... Haben wir alle? Wir haben alle Sachen. Ich werde mir jetzt nochmal einen Brief aufschreiben, damit ich weiß, wo ich welche oder in welcher Reihenfolge ich die Platten nutzen muss. Und dann werden wir in der nächsten Folge, wir haben alles fertig, werde ich in der nächsten Folge das Schwert für uns holen. Und wir vernichten Harriet Jones. Schön. Und dann dürften wir am Ende des Ganzen sein. Ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Ich will wissen, wie das zu Ende geht. Erstmal gucken, ob wir noch irgendwas erhöhen können. Körper, Gesundheit können wir erhöhen. Der Blutaufnahme wäre ganz nett. Ja, das dürfte passen. Natürlich werden jetzt nochmal alle einfach krank, aber ganz ehrlich? Es ist mir vollkommen egal. Es ist mir wirklich vollkommen egal jetzt so gerade. Wir kommen zum Ende hin. Klar, es sind nicht alle gesund und... Es sind aber nicht alle tot und wir haben zwei Leute getötet. Mit ihm wollte ich nicht. Ihn wollte ich nicht am Leben lassen, wirklich nicht. Und ihn wusste ich nicht, dass ich ihn am Leben lassen kann. Aber gut. Ja, wir haben einen Plan für die nächste Folge. Und ich freue mich drauf. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Eine wunderschöne Nacht. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos.